Ich glaube, dass Deutschland in den letzten Jahren, seit Beginn der arabischen Aufstände, kann man sagen, seine Haltung gegenüber Einsätzen im Nahen Osten revidiert hat. Früher war Nahost No-Go-Area. Seit 2014 im Nordirak, als die Jesidinnen und Jesiden vor dem Völkermord standen, hat sich Deutschland entschieden, dort einzugreifen, durch Ausbildung, durch Waffenlieferungen. Und ich glaube, da gibt es kein Zurück mehr. Das ist ein Schritt, der ist einmal getan worden, aus Gründen, über die man diskutieren kann. Aber diese direkte Lieferung von Waffen an eine Kriegspartei in einem Kriegsgebiet, nämlich im Irak und auch in Syrien, ist ein Zeitenwandel und der steht für eine stärkere Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Sie sollten es nicht sein, weil sie selbst Länder sind, die islamistische Milizen in Syrien unterstützt haben, die im Jemen in einen Krieg involviert sind, der auch Kräfte unterstützt, die alles andere als westliche Werte vertreten. Und deshalb, finde ich, gehört öffentlich darüber diskutiert, warum ausgerechnet die reichen Golfstaaten deutsche Bündnispartner sein sollten. Das sind autoritäre Regime, da herrscht keine Demokratie, da wird Freiheit unterdrückt. Und das ist eine Auseinandersetzung, die geführt werden müsste, die zum Teil auch schon geführt wird, aber die noch stärker in die öffentliche Debatte gehört. Wertegeleitete Außenpolitik meint, dass sich die Außenpolitik orientiert nicht an Wirtschaftsinteressen, sondern an den Interessen der Menschen vor Ort, um es mal platt auszudrücken. Da sind dann Stichworte wie Menschenrechte, aber auch von Rechenschaftspflicht von Regierungen, von Kampf gegen Korruption an erster Stelle zu nennen. Und die Partner Deutschlands im Nahen Osten, Ägypten, Saudi-Arabien ganz oben, auch die Vereinigten Arabischen Emirate, treten Menschenrechte mit Füßen. Die Herrschenden können tun und lassen, was sie wollen. Verantwortliche für Massaker werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Und da sollte auch deutsche Außenpolitik sich viel stärker daran orientieren. Du hast genannt Kobane und Sinjar-Gebirge. Dazu nur einen Satz. Mein Buch ist kein pazifistisches. Ich bin kein Pazifist. Ich glaube, dass gewaltsame Einsätze oder Einsatz von Gewalt in bestimmten politischen und historischen Situationen notwendig ist. Und das ist ja eine Debatte, die bis in die Linke, in die radikale Linke hinein auch sich zieht, genau bei Kobane, bei der Belagerung der Stadt durch den Islamischen Staat und dem Kampf der kurdischen YPG dagegen. Die YPG hätte nie gewonnen ohne die NATO-Unterstützung. Das geht in der Debatte manchmal unter. Und ich glaube, das muss der Redlichkeit halber auch benannt werden. Der Zusammenhang ist vielleicht nicht direkt zwischen Rüstungsexporten und Migrationsabwehr. Der Zusammenhang ist stärker zwischen Sicherheitszusammenarbeit und Migrationsabwehr. Ägyptische Grenzbeamte werden von Bundesgrenzschützern ausgebildet. Die Bundespolizei hat Ausbildungsprogramme. Ägypten wird mit Hunderten oder Dutzenden Millionen Euro unterstützt, um zu verhindern, dass Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa kommen. Und das wird im Gegenzug bezahlt mit Sicherheitszusammenarbeit. Da gehört Lieferung von Grenzschutztechnik auch dazu. Libyen muss man in dem Zusammenhang neben Ägypten noch nennen. Da gibt es ja die berüchtigten Patrouillenboote, die die Küstenwache betreibt, die sind immer wieder für Menschenrechtsverstöße und für Schüsse auf Flüchtlingsboote in die Medien und ins Visier gekommen. Und da funktioniert das gleiche Prinzip. Ihr haltet uns die Flüchtlinge vom Leib, dafür bekommt ihr Überwachungsgeräte, Satellitentechnik und auch Drohnen in der Luft, um das Mittelmeer besser zu überwachen. Insofern gibt es diesen Zusammenhang, zumindest zwischen Sicherheitsindustrie und den nordafrikanischen Diktaturen, die den Europäern helfen sollen, von Flüchtlingen frei zu sein. Die Rüstungsexportrichtlinien sind auf dem Papier tatsächlich restriktiv. Da steht drin, dass in Spannungsgebiete auch an autoritäre Staaten, die Menschenrechte verletzen, nicht geliefert werden soll. Die Realität sieht aber anders aus, weil der Bundessicherheitsrat, das Gremium, was über Rüstungsexporte entscheidet, scheinbar immer wieder Augen zudrückt, deren Mitglieder, der tagt geheim. Da weiß man also nicht genau, wie diese Entscheidungen fallen. Und so haben zumindest drei Staaten, Saudi-Arabien, die Emirate und Ägypten, letztes Jahr für insgesamt über 1 Milliarde
Euro Waffen bekommen, obwohl das gegen die Rüstungsexportrichtlinien verstößt. Deshalb ist eine Forderung von Linken, Sozialdemokraten, von Linken, der Linkspartei oder auch von Grünen gewesen, ein Rüstungsexportgesetz zu verabschieden, wo genau festgelegt und mit Sanktionen verankert ist, dass wer dagegen verstößt, bestraft wird. Dem ist nicht so. Und aus Angst davor, dass so ein Rüstungsexportgesetz kommt, haben deutsche Rüstungsunternehmen schon neue Wege gefunden. Rheinmetall ist da als erstes zu nennen. Das betreibt Joint Ventures mit Firmen in Südafrika, auch in Sizilien, und umgeht die deutschen Exportrichtlinien so, dass eben dort produziert wird. In Sizilien steht eine Bombenfabrik, da ist nachweislich Bomben hergestellt worden, die dann im Jemen gelandet sind. In den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien sind Partner von Rheinmetall dabei, ebenfalls Munitionsbombenfabriken zu bauen. Und auch in der Türkei, der aktuelle Fall der Panzerfabrik, umgeht die Rüstungsexportrichtlinien durch Joint Ventures. Und da ist die Politik weit hinterher. Und solche Maßnahmen zu verhindern, solche Joint Ventures, wird noch einiges Kopfzerbrechen bedeuten.